Das Hauptproblem der Betriebe ist eigentlich immer die Materialversorgung gewesen. Das war das A und O. Denn, das muss man sehen, der Sozialismus geht von der Prämisse aus, es sollen keine Kapazitäten stillliegen. Wo Kapazitäten sind, sollen die mit der Produktion ausgelastet werden. Das dort Produzierte soll schnell an die anderen kommen. Große Reserven soll es nicht geben. Wenn es also in einem Unternehmen eine Havarie gab und die Bleche beispielsweise für das Automobilwerk nicht kamen, weil die Walzstraße kaputt war, dann schrie das Automobilwerk nach einer Planreduzierung. Denn es fühlte sich ja nicht in der Schuld. Die wollten ja produzieren. Sie konnten nur nicht, weil das Material nicht kam. Und so beschäftigte die oberste Wirtschaftsbürokratie immer das Ausbalancieren und Hin- und Herschieben von Mangel. Was so weit ging, dass wir teilweise eben Planbilanzen sogar gefälscht haben. Das Allerdeutlichste, wir haben vermeintliche Planüberschüsse, die gar nicht da waren, buchhalterisch in eine sogenannte Staatsreserve verlagert. Die Staatsreserve war aber gar nicht da. Ergo, als sie dann aufgelöst werden sollte, gab es einen riesen Krach, weil keine Kohle vorhanden war. Diese Kohle war aber deshalb nicht vorhanden, weil nach dem Plansystem die Produktion gemessen wurde hinter der Brikettpresse auf den Wagen, auf die die Waggons fuhren. Und da haben die Brikettfabriken manipuliert, indem sie den Trockenvorgang gedrosselt haben, haben der Kohle mehr Wasser gelassen und wenn auf dem langen Transport bis zum Verbraucher im Sommer die Briketts längere Zeit in der Sonne gestanden haben, war das Wasser weg. Aber ein Zentner, zugeteilt war ein Zentner, es wurde trotzdem gewogen und da konnte am Ende die Bilanz nicht stellen. Die Produktionsbilanz war wegen solcher Manipulationen immer höher als die Auslieferungsbilanz. Um sich das nicht einzugestehen, wurde die Differenz einfach fiktiv in eine gar nicht vorhandene Staatsreserve eingelagert. Erst wenn nach gewisser Zeit diese Schwindeleien aufgedeckt wurden, was in einem solchen System dann immer zur Folge hat, dass Sündenböcke gefunden werden müssen, dass es einen Schauprozess gibt oder dass Leute einfach abgehalftert werden, dann werden die Planbilanzen mal wieder in Ordnung gebracht und dann fängt man wieder auf einer realistischeren Basis an. Aber dies war der Dauerärger der höchsten Wirtschaftsbürokratie der DDR.